Salim Shahin steht auf Action. Der afghanische Regisseur, Produzent und Schauspieler hat seit Mitte der 80er über 100 Filme realisiert, in einem Land, in dem Kinos rar gesät sind. Und seine Arbeit macht ihn nun zum Helden des Dokumentarfilms Nothingwood. Während Indiens Bollywood klotzt und protzt, dreht Salim Filme für nicht einmal 5 Euro. Ich mache sehr einfache Filme, weil ich möchte, dass alle meine Zuschauer sie verstehen. Manche von ihnen sind vielleicht nicht ganz so gebildet. Andere hingegen haben studiert. Mir ist es sehr wichtig, dass sich jeder von ihnen in meinen Filmen wiederfindet. Salims Arbeitsweise gleicht der von Hollywood. Nur sind seine Filme nach spätestens 5 Tagen im Kasten. Die Doku Nothingwood der Französin Sonia Kronlund nimmt den Berserker des afghanischen Trashfilms etwas näher unter die Lupe. Und man könnte die Geschichte mit dem berühmten Vorwort beginnen: Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Meine Eltern wollten, dass ich Kfz-Mechaniker werde, wie mein großer Bruder. Er reparierte Autos. Und ich habe viel in seiner Werkstatt mitgearbeitet. Daher war meine Familie der Meinung, ich sollte denselben Beruf ergreifen wie er. Sie sagten, damit kannst du wenigstens Geld verdienen. Was willst du hier mit Kino erreichen? In den 60ern in Kabul geboren, wächst Salim in einem Land auf, das erst von der russischen Besatzung, dann vom Bürgerkrieg erschüttert wird. Seine Leinwandidole sind die Kampfmaschine Arnold Schwarzenegger und der romantische, aber ebenfalls schlagkräftige Bollywood-Star Dharmendra. (1985) dreht Salim dann seinen ersten Spielfilm. Das hat mich damals nicht viel gekostet. 300 oder 400 Afghani. Das sind heute etwa 5 Euro. Eine kleine Kamera besaß ich bereits. Den Film bekam ich für 2 Euro. Und dann habe ich noch 50 Cent für Zwiebeln, Brot und Kartoffeln ausgegeben. Insgesamt hat der Film also nur ein paar Euro gekostet. Wir waren sparsam. Laut Salim war sein Regiedebüt ein voller Erfolg, genau wie all seine anderen Filme. Als 1992 das erste Kapitel des afghanischen Bürgerkriegs zu Ende geht, nutzt Salim die Feuerpause, um in einem Keller in Kabul ein Kino zu eröffnen und seine eigene Produktionsfirma zu gründen. 3 Jahre später schlägt an einem Set eine Rakete ein und tötet die Hälfte seines Teams. Doch Salim dreht weiter. In einem Land, in dem das Filmemachen verboten ist, glaubt er an die Macht des Kinos. Bis heute spiele ich in meinen eigenen Filmen mit, einfach weil ich berühmt bin. Dadurch werden sie auch erfolgreich. Wenn ich nicht darin auftauche, laufen sie nicht gut. Meistens übernehme ich die Rolle eines Vaters. Den Helden spiele ich schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Heute bin ich der Bruder des Helden oder sein Vater oder ein Polizist. Auf jeden Fall immer eine der Schlüsselfiguren, die den Film tragen. Ah!
Die Filme von Salim Shaheen, meist ein Mix aus Action und Musical, thematisieren die Missstände in seiner Heimat wie Gewalt gegen Frauen oder Arbeitslosigkeit. Dass es in der afghanischen Hauptstadt nun wieder 7 Kinos gibt, grenzt an ein Wunder. Ende der 90er Jahre lassen die Taliban sämtliche Lichtspielhäuser schließen und sie verbrennen die Filmrollen. Auch Salim wird massiv bedroht. Die Taliban kamen, um mich festzunehmen, weil ich auf einem meiner Filmplakate eine Waffe trage. Sie schlugen mich und verlangten, dass ich ihnen zeige, wo ich meine Waffen aufbewahre. Ich war völlig perplex. Einmal hatte ich mir für Dreharbeiten auf der Polizeiwache eine Waffe ausgeliehen, aber ich selbst besaß gar keine. In dem Haus, in dem sie mich festnehmen wollten, gab es 2 Türen, eine vorne und eine hinten. Also bat ich sie, kurz in dem Zimmer zu bleiben, während ich die Waffen holen würde. Ich sagte, setzt euch. In den anderen Zimmern sind Frauen anwesend. Dann schloss ich die Tür von außen ab und lief davon. Ich floh nach Pakistan. Wahrscheinlich sitzen die Taliban immer noch da. Zur Vorstellung von Nothingwood letzten Juni in Paris erscheint die Filmemacherin Sonja Kronlund zusammen mit ihrem Protagonisten und dessen Lieblingsschauspieler Qurban Ali. Der 47-jährige Qurban, den das afghanische Fernsehpublikum als burka-tragende Moderatorin kennt, kann einfach alles spielen. In seinem letzten, autobiografischen Werk hat Salim ihn mit der Rolle seiner Mutter betraut. Es stört mich nicht, in eine weibliche Rolle zu schlüpfen. Im Gegenteil. Indem ich sie auf der Leinwand verkörpere, kann ich den Frauen die Rechte zurückgeben, die ihnen von den Männern genommen wurden.6 Tage nach unserem Interview ist Qurban Ali spurlos verschwunden, mit nichts als einer Plastiktüte als Gepäck. Salim ist nach Kabul zurückgekehrt, um weiterhin Regie zu führen. Heute erkennen meine Eltern, dass sie damals einen Fehler begangen haben. Sie sagen, wir wussten ja nicht, dass du es so weit bringen wirst. Denn ich bin ein berühmter Mann, nicht nur in Afghanistan, in ganz Asien. Und ab jetzt werde ich Filme machen, die vielleicht auf Festivals laufen und internationale Anerkennung finden, mit Szenen, die sonst nirgendwo auf der Welt zu sehen sind.